Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was, was richtig nahrhaft ist und richtig einschlägt. Kann man wahrscheinlich auch nur einmal die Woche essen. Das reicht dann auch, denn wir werden uns einen Big Mac Nudeltopf machen. Das Ganze habe ich gesehen beim lieben Christian von McAllister's Outdoor Cooking. Ihr kennt meinen Buddy, ne? Macht zwar derzeit weniger Videos, bis gar keine, weil er einfach viel zu viel um die Ohren hat. Dennoch muss ich ihm die Credits geben, weil das Rezept habe ich bei ihm gesehen, habe gesagt, das will ich ausprobieren, denn ich habe hier so ein paar Sachen, die sind übergeblieben und das passt da hervorragend zusammen. Somit brauche ich sie dann nicht wegschmeißen. Wer den Christian nicht kennt, der kann gerne jetzt mal hier oben gucken. Da ploppt sein Kanal auf. Geht zu ihm rüber, guckt seine Videos, gebt ihm Daumen, liked ihn, macht ein Abo hin und so weiter und so fort, weil das ist wirklich ein lieber, netter Kerl. Und derzeit, wie ich ja schon gesagt habe, kommt bei ihm auf YouTube nicht so viel, aber wir können ihn ja trotzdem so ein bisschen weiter wachsen lassen. So, das war das Intro und jetzt geht's los mit den Zutaten. Da beginne ich mit den Nudeln. Das sind jetzt hier solche Schmetterlingsnudeln. Die sind gestern übergeblieben, denn meine Kinder waren allein und haben sich gedacht, wir machen uns Nudeln. Nur da waren die Augen wieder größer wie der Magen. Deswegen sind die über. Die werde ich jetzt verarbeiten. Die sind auch schon vorgekocht. Dann brauchen wir Hackfleisch. In meinem Fall ist das jetzt halb und halb. Und da wir ja Richtung Big Mac gehen, brauchen wir hier noch so ein paar Gewürzgurken. Diese einfach nur so ein bisschen grob gewürfelt. Dann habe ich hier Zwiebeln, diese auch ein bisschen feiner gewürfelt. Und so eine Big Mac Soße, die lebt natürlich von Ketchup, Mayo und Senf. Das brauchen wir auch. Und der Käse darf auch nicht fehlen. Gewürzt wird einfach nur mit Salz und Pfeffer. Und zum Schluss habe ich dann hier jetzt noch unseren flüssigen Part. Da brauchen wir einmal ein bisschen Sahne. Wir brauchen ein bisschen Brühe, in meinem Fall ist es aber ein Fond. Ich habe jetzt hier einen Gemüsefond und hier habe ich stückige Tomaten. Das war es dann gewesen an Zutaten. Ihr habt gesehen, alles wieder recht überschaubar und optisch kommt es halt vielleicht an Big Mac ran. Ich weiß es nicht. Christian hat es auf jeden Fall so genannt. Da habe ich mir gedacht, das mache ich auch. Sieht mega genial aus. Geschnippelt ist eigentlich auch schon alles oder ist sogar alles. Das heißt, wir können gleich loslegen. Der Dutch Oven hat dann mittlerweile auf dem Hockerkocher Platz genommen, zieht auch schon Temperatur. Da geben wir jetzt zuerst mal so einen kleinen Schuss Öl rein und lassen auch das heiß werden. Und wenn das Öl dann heiß ist, braten wir zuerst mal das Gehackte an. Das Gehackte hat dann jetzt so gute 5 Minuten vor sich hingebraten. Das ist der Punkt, wo wir dann auch gleich die Zwiebeln mit dazugeben werden. Und auch die werden wir noch mal ein bisschen mit anbraten. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir das Hackfleisch so ein bisschen würzen. Dazu habe ich mir hier mit der Mühle ein bisschen Salz, Pfeffer in so ein Schälchen gemacht. Das geben wir jetzt dazu. Und dann geben wir dem auch noch mal so 2-3 Minuten. Einfach nur so, dass die Aromen vom Pfeffer freikommen. Auch die Zeit ist rum. Jetzt löschen wir das Ganze mit dem Fond ab. Dabei könnt ihr dann so ein bisschen hier die Röstaromen hier vom Boden kratzen. Zu dem Fond gesellen sich dann gleich die Tomaten. Auch die rühren wir einmal unter. Dann werden wir die Hitze reduzieren auf klein. Ja, und lassen das mal so gute 5 Minuten vor sich hin köcheln. Und bevor das dann jetzt anfängt richtig hart aufzukochen, können dann auch noch die Gurken dazu. Da müsst ihr halt gucken, wie viel ihr nehmen möchtet, weil bei sowas ist eigentlich immer weniger mehr, sonst wird es zu gurkenlastig und das wollen wir nicht. Ja, und jetzt warten wir, wie gesagt, diese 5 Minuten ab, wie es vor sich hin köchelt. Auch die Zeit haben wir rumbekommen und ihr seht, das köchelt wirklich nur ganz leicht. So soll es auch sein. Jetzt können wir dann Ketchup, Mayo und Senf dazugeben. Auch das wird untergerührt. Und wenn das dann untergerührt ist, werden wir das natürlich einmal kurz probieren. Boah, kann euch sagen, geschmacklich wirklich wie Burger, einfach nur der Hammer. Jetzt geben wir dem nochmal so hier 5 Minuten. Auch die Zeit ist rum. Jetzt werden wir das Ganze nochmal mit so einem Schuss Sahne verfeinern. Da müsst ihr gucken, wie viel ihr nehmen wollt. Ich nehme jetzt erstmal nur die Hälfte, um zu gucken, wie sich das farbtechnisch verändert. Da
damit uns das nicht zu hell wird. Ja, ich würde sagen, das passt so. Ja, und so lassen wir das jetzt erst mal. 5 Minuten weiter ist es dann auch schon soweit und wir können unsere Nudeln da reingeben. Natürlich jetzt nicht so unbeholfen, wie ich das gemacht habe, dass hier alles voll gespritzt wird. Haben wir den große Sauerei gemacht? Nee, es geht. Ja, die rühren wir unter. Und dann geben wir dem nochmal so 5 bis 10 Minuten, einfach nur so lange, dass die Nudeln richtig schön heiß werden können. 5 Minuten von den 10 Minuten sind jetzt rum. Die Nudeln sind auf einem richtig guten Weg, das heißt, sie sind fast heiß. Jetzt haben wir aber noch unseren Käse, den geben wir einfach da drüber. Wer jetzt möchte, kann den einfach nur drauf verteilen, Deckel drauf, Hitze weg, lässt das Ganze einfach nur überbacken. Aber ich möchte das so ein bisschen cremiger haben von der Soße her, das heißt, wir rühren den Käse unter. Warten, bis der geschmolzen ist. Ja, und dann ist unser Big Mac Nudeltopf auch schon fertig und wir können probieren. Mittlerweile ist dann auch unser Käse geschmolzen. So soll das Ganze dann auch aussehen. Ich werde mir jetzt was hier in mein Schälchen packen. Ja, und dann sehen wir uns oben, wenn wir die ganze Nummer probieren. Hier ist mein Schälchen, so schaut's aus. Ja, und hier haben wir dann unsere schöne gehackte Soße. Wir haben hier unsere Gurken. Und das Schöne ist, wenn man hier so reinsticht, das hat wirklich alles noch Kontur. Selbst die Zwiebeln. Das ist jetzt nicht totgekocht. Das heißt, wir haben dann wirklich so vom Mundgefühl her so ein Burger-Feeling. Aber es hilft nichts. Fleisch brauchen wir. Den ganzen anderen Kram auf die Gabel damit und probiert. Dann guten Appetit. So, dann bin ich mit dem Probieren durch und ich muss sagen, so einfach wie die Nummer wieder ist, so lecker ist auch. Du hast hier wirklich das Gefühl, dass du hier einen Burger isst, ob es jetzt direkt ein Big Mac ist, sei mal dahingestellt. Aber geschmacklich ist das einfach nur Wahnsinn. Wir haben so ein bisschen Gehacktes angebraten, das Gemüse dazu getan, dann mit Senf, Ketchup, Mayo, wie halt so eine Burgersoße standardgemäß einfach so gemacht wird. Dann den ganzen anderen Kram dazu. Das einfach nur mal aufkochen lassen, hinterher den Käse dabei, das ist einfach nur Wahnsinn. Es ist wirklich so, dass du denkst, du hast hier so Burgernudeln vom Geschmack her. Ist einfach nur Hammer. Wer das so nicht kennt, einfach nachmachen. Und ganz wichtig ist mir auch, guckt auch beim Christian vorbei, wie er das gemacht hat. Denn bei ihm ist die Nummer nochmal so ein bisschen anders. Und ja, probiert's aus, schreibt unten rein, wie hat's euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe, die Nummer hat euch gefallen, sollte dem so sein. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann einen freundlichen Kommentar, seid ihr noch keine Abonnenten. Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr gerne anklicken, dann auch die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.